Hi, hier ist Dugendhat. Und heute habe ich meine erste MyGeekbox. Das ist auch so eine von diesen Mystery-Boxen, die ihr jetzt kennt. Wie die Woodbox oder Z-Box und alles anders. Nur, die habe ich jetzt zum ersten Mal. Die habe ich sogar. Es war noch Februar oder März. Das ist jetzt die erste. Ich habe das nur für einen Monat abonniert. Ich glaube, man kann es sogar nur für einen Monat abonnieren. 22,90 €. Also 22,90 € ein Box pro Monat. Und da kommen sehr viele verschiedene Sachen, so nerdige Sachen. Die hatte ich noch nie abonniert, weil ich stehe ja auf Figuren und ich glaube, bei meinem Geekbox kommen ja nicht so oft auch vor, dass Figuren. Das sind eher ein T-Shirt, glaube ich, und so Accessoires und so Sachen. Ich wollte euch nur zeigen, wie die ist. Das ist auch eine deutsche Seite. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt aus England oder Amerika oder so kommt, aber es gibt eine deutsche Seite, die verkaufen nicht nur Mystery Boxen. Ihr könnt ja auch da Funko Pops, Klamotten, nerdige Klamotten, Accessoires, so zu Hause, so Sachen wie Becher, Teller, irgendwas. Also da gibt es sehr vieles, was ihr Figuren von überall bestellen könnt. Und ich bin gespannt. Also mal sehen. Wie gesagt, das war nur, um euch zu zeigen. Ich weiß nicht, welches Thema das ist. Da war ja nichts. Ich habe gesucht, welches Thema das ist. Das ist die für April. Mal sehen. Ich habe echt keine Ahnung, wie das ist. Also Box sieht schon cool aus. Man sieht ja, das ist jetzt keine Karton oder so. Einfache Karton. Man sieht sofort, dass es von Geekbox ist. Mal sehen. Das ist einfach zu machen. Viele Sachen. Nee. Also Verpackungsmaterial ist gut. Und jetzt. Also, oh, kommt sogar eine Figur, da habe ich schon was falsch geschrieben. Mindestens die Box sieht so aus. Die T-Shirt, fangen wir mit dem T-Shirt an. Schwarz. Mal sehen, ob ich das Thema raten kann mit T-Shirt. Ich zeige euch als erstes. Und das ist das. I am Zelda, Princess of Hyrule. Also Zelda kennen bestimmt fast alle von euch. Ich muss gestehen, ihr habt noch nie ein Legend of Zelda gespielt. Weil ich habe nie Nintendo gehabt. Ich habe sogar Super Nintendo gehabt. Aber ich habe alles anderes gehabt, außer sowas. Also Zelda. Also Zelda. Da war ich noch sehr, sehr jung. Wir hatten wenig Geld und wir haben einfach die Spiele gehabt, die damit kamen oder wir als geschenkt bekommen haben. Aber einfache T-Shirt, aber cool, ist sogar offiziell Nintendo T-Shirt. Legend of Zelda. Große L scheint zu passen. Also ein ganz einfacher T-Shirt. Ist schwarz. Einfach, also gefällt mir schon, aber weiß nicht, vielleicht sind manche von euch da eher Zelda-Fans und wollt ihr die T-Shirt einfach fragen oder einfach Kommentar lassen oder mich schreiben, weil für mich, ich werde das nicht draußen tragen, wenn das dann für zu Hause oder so. Also Zelda, altes Spiel. Jetzt ich fange mit den kleineren Sachen an. Was ist das? Das ist aber schwer. Es sei wie ein Kennzeichen, wie Autokennzeichen, so Metallding. The most popular beverage in the West. Sunset Sarsaparilla. Also ja, Fallout. Wer Fallout gespielt hat, kennt es. Ich bin schon cool. Man kann das irgendwo hängen, da sind ja kleine Löcher da. Ich schaue es Metall. Metallplatte Fanatic. Made with pure cane sugar.
Sieht witzig aus. Also ich mag Fallout, ich habe Fallout 4, ja, sehr, sehr viel gespielt davon. Dann all diese Fallout 6, 76 oder so, das habe ich nicht, weil viele meinen ja, dass nicht so gut ist. Richtig cool, aber tja, für mich nicht so der Hammer. Also ich werde das jetzt nicht hängen oder so, wenn dann im Keller oder irgendwo. Weil dann, wie gesagt, wenn einer von euch das will, einfach schreiben. Fallout. Und jetzt. Tschüss. Little DC Comics Bombshells. Ach so, das ist so eine Mystery Box. Mit diesen Bombshells von DC, also die ganzen Mädels von DC als Bombshells. Ich zeige euch hier bei irgendeiner Box, weiß ich jetzt, kam so eine riesige Figur von Harley Quinn, die sah richtig geil aus. Mal sehen, wie macht das auch. Also, schon, sogar die Verpackung ist schon sehr gut, das ist richtiger Metall. Also von einer Mystery Box, normalerweise kommt so Plastik oder Karton. Von Cryptozoic Entertainment, da habe ich sogar ein paar Brettspiele von denen. Series 2, also das sind sehr viele, die da kommen können und dann sind zwei seltene. Also das sind die ganzen Figuren und zwei seltene, die man nicht weiß. Also welche soll das sein? Dun, 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 dun. Oh, das ist Bumblebee. Die auch hier. Oh. Ich würde mich eher auf andere freuen, aber Bumblebee ist auch eine coole. Das wird meine Tochter bekommen, weil sie mag ja diese Titans-Serie von DC mit den ganzen Helden. Und jetzt gibt es sogar von der DC-Mädels eine Serie für kleine Kinder und da ist Bumblebee drauf. Und deswegen, ich glaube, sie wird sich schon freuen. Ist schon von so einer kleinen Figur, ist schon cool gemacht. Das ist, glaube ich, auch Vinyl. Steht hier, das sind 12. Ja. So ist es Figur, aber ich würde mich eher auf, keine Ahnung, Wonder Woman. Ist sie, oder wieder Harley Quinn. Catwoman ist auch cool. Und oder Batgirl. Huntress, Zatanna, Harley Quinn, Killer Frost, Lois Lane, also das sind richtig viele. Cool. Bumblebee ist. Ich glaube, nein, oder? Nein, die ist da. Ich dachte schon, das ist ein seltener. Bumblebee. Also, Thema, Zelda, Fallout, DC, Helden, keine Ahnung. Jetzt sind nochmal zwei Boxen, so ist die Großartigste. Immer, ist egal. Es gibt keinen Pin oder so hier. Ich mach das als erstes. Deadpool. Okay. Mini Heroes. Ich habe schon davon gehört. Das ist nochmal so eine Figurensammlung mit. Helden, die noch, aber eher so süß gemacht. Also ich kann das jetzt nicht erklären. Aber ich mache das auf, so dass ihr sehen könnt. Ich habe es noch nie live gesehen. Ich habe das irgendwie in Videos oder so gesehen. Das ist sehr so. Ja, von Gentle Giant. Gentle Giant ist so eine Marke, die machen sehr viele Figuren. Und da ist der kleine, süße Deadpool. Ist es so wie eine Sammlung für Kinder? Keine Ahnung. Also ist schon witzig gemacht. Also da ist eine Zielscheibe und wird von dieser Sauger-Dinge getroffen. Sein Klamotten sieht aus eher wie ein Pyjama. Ja. Ja,
Ist nichts Besonderes, aber schon witzig. Für Deadpool-Fans sowieso. Mein Sohn hat sogar ein Deadpool, also Kuscheltier, die ich in diesen Maschinen gefangen habe. Da habe ich richtig Glück gehabt. Ich glaube, das habe ich sogar nur gleich beim ersten Mal gefangen. Tja, Deadpool Mini Heroes von Gentle Giant. Jetzt nichts Besonderes. Das tue ich selber nicht kaufen. Also bis jetzt. Ich sehe, da habe ich eh Pech gehabt und nichts für mich dabei, glaube ich. Oder ist ein Grund, wieso ich diese Box nie bestellt habe. Und jetzt letzte, und ich glaube, das ist auch eine Figur, weil das Box sieht so aus. Und Batman. Ja, da ist Batman. Nochmal eine Serie Mini-Figures von Hero Cross, Justice League, aber welche Firma ist es? Also Hero Cross heißt es. Und die machen Figuren von der Justice League. Also mindestens sieht der Batman da als bestes aus. Jetzt ist anscheinend Mode, so viele Figuren zu haben. Alle versuchen, dass dieser Funko Pop Erfolg zu nutzen, oder die wollen es auch haben. Connect them all, ja klar, und dann, dass die Leute die alle sammeln wollen. Und deswegen kommen die bei dieser Mystery Box, weil es kann sein, dass es dann die Leute gefällt und die Leute wollen dann die alle anderen auch haben. Also, das ist sehr kindisch so animiert gemacht. Da ist der. Ohne Flügel, ein sehr schlanker Batman. Seine Beine sind eher. Der hat kein Training, also kein Beinetraining, nee, anscheinend. Die Flügel, mal sehen, wie das mit den Flügeln aussieht. Hä? Wie macht man das? Also, ich muss seinen Kopf irgendwie. Oder? Ich will das nicht kaputt machen, aber. Tja, ich wusste, es muss so sein. Hier. Und jetzt kommt wieder sein Kopf drauf. Also. Ja, also nichts ist kaputt gegangen, keine Ahnung. Ah, jetzt. Und jetzt. Kommt er da drauf? Also. Batman! Also, das sieht irgendwie schon cool aus. Aber Batman sieht immer mit seiner Cape immer cool aus. Witzig. Aber für so ein kleines Kinderzimmer oder für jemanden, der richtig auf Batman steht. Schon ein cooles Figur. Ah ja. Also, Justice League von Hero Cross. Und anscheinend war das erst die erste Serie. Ich weiß nicht, ob jetzt gibt es schon neue Serie oder so. Tja. Aber von alles, was jetzt rausgekommen ist, ist das Beste für mich. Weil das kann ich in mein Sohns Zimmer oder so im Regal, das sieht schon cool aus. Und kindisch. Also, und Box ist leer, nichts mehr. Also, was war jetzt das Thema? Helden? Hab ich so Fallout dann? Da ist schon ein QR-Code. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe. Ja. Also. Ich versuche vielleicht, weil manche von diesen haben keine
So Buch, wo steht, wo alles. Nee. Also er findet nichts. Er kann diese Code nicht finden. Keine Ahnung warum. Ich versuche es nochmal. Nee, also wie gesagt, manche haben keine diese Zettel, wo steht, welche Themen und so. Die haben so einen QR-Code, wo man das dann sehen kann, was alles drin ist. Also das funktioniert nicht. Keine Ahnung. Wenn ich das irgendwo finde, ich mache das dann hier unten drauf. Aber vielleicht Heldenthema, vielleicht. Also, das hat mir am meisten gefallen. Das hat euch am meisten gefallen. Da gibt es auch die. Also meine Kinder werden sich über diese Box freuen. Das ist auch so kindisch. Also wenn jemand von euch an einer von diesen Figuren interessiert ist, einfach sagen, das sowieso, das werde ich nicht behalten. Um die T-Shirts. Wenn jemand ein richtiger Zelda-Fan sagt, gibt so viele, ich schicke das jemand, wenn jemand das will. Also, das war's. Meine Geekbox. Ich denke, ich werde die nicht mehr abonnieren, weil, ja, ich wusste schon, da kann man sehen, die alten Boxen. Und da war nie so ein Funko Pop oder so eine richtige geile Figur oder so, aber immer eher. T-Shirts sind sehr cool, also diese war sogar einer sehr simple T-Shirt, aber alles anders, tja, sehr viele Sachen für Küche und für die Wohnung. Ich wundere mich, sogar drei Figuren waren jetzt dabei, vielleicht weil ich gesagt habe, da kommt keine Figur. Tja, was sagt ihr? Hat sich gelohnt? 22,99 war das? Ich glaube schon, alleine die T-Shirt kostet eher mehr wie 10 Euro. Das ist jetzt nur Geschmackssache. Bestimmt würden sich viele auf die Figuren freuen und auf diese T-Shirt und auf diese Fallout-Ding, weil jetzt ist so eh Mode, so am Band so diese Metall-Werbung zu haben. Ja. Aber momentan, ich habe hier eh alle, momentan habe ich sogar keine abonniert. Ich abonniere also jeden Monat und natürlich gleich Ding. Ich weiß ja, wenn du 6 Monate machst oder 1 Monat ist, ja, oder ein Jahr, sind die dann billiger, aber es ist dann nur 2-3 Euro Unterschied pro Box. Und deswegen, ich mache nur monatlich. Und wenn ich sage, okay, jetzt wegen die Lage, ja, ich arbeite jetzt schon seit 4 Wochen nicht, aber wie viele andere Firmen, wir sind in Kurzarbeit und deswegen solche Sachen sind nicht gebraucht, also das muss ja nicht sein. Also deswegen, ich freue mich, dass das man nur so 1 Monat abonnieren kann. Und vielleicht habt ihr Lust auch so auf sowas und sehen, was es ist. Also mir macht Spaß, sowas aufzumachen, auch wenn manchmal keine Sachen kommen, die mir gefallen. Aber vielleicht jemand von euch sieht das und gefällt es. Anscheinend hat diese Box sogar Erfolg, weil gibt's schon lange, glaube ich. Ja, und die werden anscheinend immer besser. Okay, das war mein Geekbox von April. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag, viel Spaß bei alles, was ihr macht. Nicht vergessen, Like und abonnieren, auch bei andere Filme, Videos. Ihr vergesst ja immer. Und bis nächste Mal. Ciao.